So. Hallo? Paps? Rufus, bist du das? Geh sofort aus der Leitung. Ich erwarte einen Funkspruch von meinem Sof. Geh einfach aus der Leitung, okay? Du störst. Wie schon damals. Okay, irgendwie werden wir ihn damit. Reib es mir doch bitte nicht auch noch unter die Nase. Nehme. Okay, irgendwas werden wir damit jetzt tun. Ich muss mal gucken, was genau. Ich glaube nicht, dass wir direkt hier was machen können. Oder ich zeig ich das einfach so. Guck mal hier, das ist voll der Penner. Der weiß gar nicht, was er macht. Rufus, wir wollen hier in Ruhe. Kannst du. Aber du. Rufus, wir kannst. Aber du hast die. Von seinem Souffleur. Ich muss bestimmt irgendwen da reinquasseln lassen. Wie wär's mit dem Typen hier? Achso, nicht der Baum, sondern den. Glatzmatz. Er hat eine Harke, er hat Laub, er sollte wunschlos glücklich sein. Ich hab da einen guten Souffleur hier, guck mal. Wie wär's denn mit Donner? Sag ihm mal, was er sagen soll. Hey, Donner, ich hätte da was für dich. Ich sagte, hätte, Konjunktiv. Das zeige ich ihm lieber nicht. Am Ende will er noch, dass ich meine Beute mit ihm teile. Kann ich das irgendwie kombinieren? Zwischen uns hatte es bis dieser Ver... Dafür... Banu. Dafür... Banu. Darf nu. Darf nu. Darf nu. Darf nur ein... Darf nur ein... Darf nu. Und jetzt alle! Okay, Wie wäre es mit einem weiteren kleinen Tauschgeschäft unter Anglerkollegen? Du hast schon den Tigerfisch, die Stille des Ortes und gefühlte Stunden meines Lebens genommen. Was willst du denn noch? Hast du Bargeld dabei? Verzieh dich. Ich hätte die Tür gehört. Ja, was ist das nochmal hier? Ich nicht. Der schwimmende Schwarzmarkt liegt mitten im Rostroten, weit weg von den Kreuzertrassen des Organon. Gut so. Ich bin so fürt, Mann. Ach ja, mein Drache. Mein goldener Durgan! Jetzt, danke dir für 18 Jahre Treue, vielen Dank. Ich meine, ist es nicht basic, nicht deins? Warum auch immer ich das kaputt machen wollte? Zu dumm, aber so ist. Es tut mir hier so verdammt. Tja. Wer ist denn so richtig schön hier? Du. Zeig mal her, was soll denn das? Ach, nichts. Das zeige ich ihm lieber am Ende. Ich bleibe lieber bei meinem. Hi ho. Willst du ja? Na komm schon, sing doch Heidi. Mann, hast du ein Glück, dass ich keine Behinderten schlage. Och Manno, hättest du das nicht reinsagen können? Und dann hätte das Seagull Goal gesagt? Ich fände die Idee gut. Guckt sie voll romantisch an und sagt ihr so, Mann, hast du ein Glück. Kennst du jemanden, der sich mit sowas hier auskennt? Keine Ahnung. Mit Schrott kennt sich hier eigentlich jeder gleich gut aus. Das wäre saugut, ja, ne? Ich hätte das jetzt auch super gefunden, ehrlich gesagt, aber gut, dann nicht. Hier. Stöhnt mal ein bisschen rein oder so. Ich will die beiden nicht. Moment. Hallo, Rufus. Verdammt. Will ich mit einem beschissenen Funkgerät? Hallo, Paps? Rufus, ich so, ich erwarte einen Fehl einfach aus der Stö... Wie sch... So, das Depot, deswegen. Du machst einen kleinen Fortschritt und... Haben Sie zufällig Interesse? Was ist? Schleppen Sie? Mein Assistent. Hallo?
Ah, warte mal. Vielleicht reicht es ja einfach nur, da durchzusprechen, während ich daneben stehe. So nach dem Motto, guck mal, Goal. Voll der Idiot. Hallo, Paps? Rufus, bist du das? Geh sofort aus der Leitung. Ich erwarte einen Funkspruch von meinem Sof. Geh einfach aus der Leitung, okay? Du störst, wie schon damals. Ja, kaputt machen. Ein wenig mehr. Mecker mit den Verhandlungen. Doc, hilf mir, bitte. Hast du zufällig eine Idee, was ich hiermit anstellen könnte? Was treibst du da draußen eigentlich? Du solltest doch lediglich die drei Goals zu einer weiteren Operation überreden. Bin ja dabei. Aber dazu muss ich dieses Objekt hier einsetzen, das ich irgendwo gefunden habe. Diese Herangehensweise scheint mir irgendwie fragwürdig. Sei nicht so naiv. So laufen die Dinge nun mal. Ich stehe übertrieben auf dem Schlauch gerade. Wird eh wieder so eins. Man kommt dann drauf, mal hier, Schnabeltier. Über der Idee sollte ich wohl noch... Ey, psst. Du kennst dich doch mit Poesie aus, richtig? Oh. Aber ja, eines meiner Schnabeltier-Gedichte hat es sogar auf Seite 3 von Schnabeltier Daily geschafft. Ich sehe schon, ich bin an der richtigen Adresse. Hier. Was ist das? Ein Funkgerät? Ja, das wirst du brauchen. Es geht um eine romantische Angelegenheit. Schnabeltierromantik oder Menschenromantik? Es geht los. Zum krönenden Abschluss habe ich etwas ganz Besonderes vorbereitet. Ein Gedicht zu ihren Ehren. Okay, es ist soweit. Das Gedicht. Wie mein? Das Gedicht. Na los, das war der Einsatz. Du bist hier, los. Da habe ich genau das Richtige. Gib alles. Dein Anblick ist mir ein Pläsier. Du siehst aus wie ein... Schnabeltier? Oh, oh. Bah! Geht's? Was? Hey, warte, ich... Du hattest recht, Rufus. Segal ist ein Idiot. Es war sehr nobel von dir, dass du mich vor ihm warnen wolltest. Danke. Oh, oh, das ging schnell. Ich muss mich bei dir entschuldigen, Rufus. Dein Adoptivvater mag weltmännisch tun, aber in Wirklichkeit ist er ein subilluminierter Zerebralpygmäe. Nur ohne Streifen. Auch sagen. Jetzt muss ich nur noch dein letztes alter Ego überzeugen. Um ehrlich zu sein, fand ich dich von Anfang an sympathisch. Du bist wie Cletus, nur dass du über echtes Rückgrat verfügst und nicht so verweichlicht bist. Stimmt, aber sag ihm nicht, dass ich das gesagt habe. Ich bleibe am besten hier, bis du die anderen beiden überzeugt hast. Ich muss gestehen, dass ich ein bisschen eifersüchtig bin. Ganz schön schräg, irgendwie. Alter, ja, richtig, richtig. Die Hände erstmal und dann ganz am Ende noch so, habt ihr das gesehen? So, bevor ich jetzt das mit Baby Goal mache, ich muss doch mal ganz kurz gucken, wie es dem alten Spinner jetzt geht. Hey, Seagull! Oh, wo ist er denn? Welcher hat sich vom Dach gestürzt? Er ist einfach weg. He's gone. He's gone, Chat.
ist halt wirklich weg. Hm. Truck, auf zu Baby Goal. Seagull is gone. Dum, 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 dum. Scheiße, was ist das so? Boah, mein Gott, Leute. Ich hab das Gefühl, heute haben wir echt richtig gut den Progress wieder. Da war ich wohl wieder mal kurz weg. Hast ja, so gepasst? Nicht wirklich. Wie schön. Wie schön. Okay, Joa, nee. Hm? Oh, du bist es. Wie schön. Wie schön. Ich liebe es, wie sie das sagen. Das klingt immer so richtig so, yay. Es ist vollbracht. Wir sind Widerstandskämpfer. Wirklich? Klar. Ich kenne sogar das geheime Klopfzeichen. Wow. Worauf warten wir noch? Wir müssen zu Janosch, um unsere Instruktionen abzuholen. Wer als erstes da ist. Ja, sie beeilt sich ja richtig energisch. Aber, hey, stopp! Mist. Das ist vielleicht nicht so geheim, das Klopfzeichen, wenn jetzt jeder da reinkommt. Nein, warte. Das ist nicht das geheime Klopfzeichen. Ich weiß, ich habe da nur was durcheinander gekriegt. Das Klopfzeichen ging... Und wieder falsch. Verzieh dich. Was? Mist, das liegt nur an diesem schmissigen Groove, den sie auf dem Marktplatz spielen. Willst du mich verarschen? Ihr bringt die Hintergrund... Basically das, was wir hören, durcheinander? Das ist dein scheiß Ernst, Rufus? Wie mache ich das denn jetzt? Halt. Gut, wenn dich das so stört. Ah, als ob. Gale, hast du uns diese neue Rekrutin besorgt? Klar. Nach all den Jahren endlich ein neues Gesicht. Janosch wird ausflippen und dann auch noch eine Frau. Jetzt wird uns niemand mehr auslachen. Lass mich einfach rein, okay? Ja, kurz so. Ich dachte so, wie mache ich das denn jetzt? Wow. Das könnte hinkommen. Na endlich. Aber sicher bin ich mir nicht. Ich konnte mir das neue Klopfzeichen nie merken. Könntest du zur Sicherheit noch einmal das alte klopfen? Aber das ist doch die reinste Schikane. Wenn du einer von uns bist, müsstest du es eigentlich noch kennen. Und wehe, es war nur ein Klopfstreich. Bei meinem Gedächtnis müsste ich eigentlich tatsächlich noch wissen, wie es geht. Er hat es ja vorhin einmal vorgeklopft. Na gut. Gott, das ist lange was her. Was ist jetzt? Nein, warte. Tja, leider wieder daneben. Mehr Glück beim nächsten Mal. Ach, das gibt es doch nicht. Und wehe, es war nur ein Klopfstreich. Was ist ich komm gleich raus. Komm doch raus. Da waren gerade so Dinger vor dem... Das könnte hinkommen. Aber sicher könntest du... Und wolltest du nicht klopfen? Nein, warte. Ja, mehr... Nein. Ja, mehr... Ach, das... Wolltest du nicht klopfen? Nein, warte. Ja, mehr... Ach, das... Und wehe... Kann ich die Musik jetzt wieder anmachen, oder?
Was ist jetzt? Komm gleich raus, nicht das Geheime. Mist. Nein. Das ist nicht das Mist. Nein, ich wurde gebaitet. Versteh's gerade nicht. Das aber solltest du und weh. Und wer? Mach ich das? Ich weiß nicht, wie ich das gemacht habe, ehrlich gesagt. So, das reicht. Ich komm jetzt raus. Bei Klopfstreichen versteh ich keinen Spaß. Alter, wie sieht er denn aus, Mann? Hallo? Du bist der Grufti. Hier ist ja niemand. Dann war es wohl doch kein Klopfstreich. Das ist nicht das neue Klopfzeichen, Liebold. Ja, ich habe es wieder vergessen. Kann ich nicht einfach das alte benutzen? Ach, ja, okay. Aber nur, weil du es bist. Jetzt aber. Ist das nicht exakt das gleiche? Ist doch egal. Hey, das war richtig. Natürlich war's das. Na dann... Worauf wartest du noch? Komm rein, die Tür ist offen. Oh, das war eine schwere Geburt. Was? Finn empfiehlt, die Musik wieder einzuschalten. Jo. Ja, da bin ich aber echt schnell drauf gekommen gerade. Aber generell, aber mittlerweile schließe ich solche Sachen nicht mehr aus. Deswegen fand ich das... Oh mein Gott, ey. Noch ein neuer Rekrut. Endlich bekommt unsere Sache den ihr gebührenden Schulauf und angemessene Aufmerksamkeit. Wie war das? Was bekommt ihr? Schulauf. Und? Angemessene Aufmerksamkeit. Was ist denn so witzig? Aufhören! Nein, warte, nicht aufhören! Kannst du mir mal verraten, worüber du dich hier so kaputt lachst? Bravo, grandios. Aber mal im Ernst. Was ist das hier für ein Laden? Eine Art Zirkus? Ich suche nämlich eigentlich das Versteck des Widerstands und kein Kinderfasching. Du bist richtig hier. Genau. Fasching war letzte Woche. Ich glaube, Gold daneben hängt so. Ihr seht ihn nicht, ja, das ist ein bisschen blöd, aber hier, da. So sieht er ein bisschen. Ah, da müsst ihr jetzt mit klarkommen. Es ist nur sein Gesicht. Okay, Das soll ein Plan sein? Da kann ich doch nur verächtlich lachen. Sie haben nicht mal einen Riesenadler reingemalt, der sie in letzter Sekunde von einem explodierenden Hochhaus rettet. Ich hatte Zahnbürsten, die mehr Widerstand gegen den Organon geleistet haben. Warum hast du sie nie benutzt? Eine tolle Truppe hat Janosch da zusammengetrommelt. Eigentlich hat er nicht wirklich getrommelt. Er ist auf seine Bongos gefallen und wir wollten nachsehen, was das für ein Geräusch ist. Eine tolle Truppe hat Janosch da zusammengetrommelt. Habt ihr in nächster Zeit irgendwelche Aktionen geplant? Freitag ist Karaoke-Abend. Ich hatte eigentlich an Unternehmungen gedacht, die den Organon zum Sujet haben. Wie zum Beispiel ein Attentat auf Amtmann Argus. Gerade letzte Woche hat Janosch aufrührerische Flugblätter verteilt. Das ist zwar lahm, aber wenigstens ein Anfang. Ja, leider hatte er nur eine Kopie gemacht und ich musste bei Garlef mit reinschauen. Die Buck hier drin, ey. Die Bühne ist aufgebaut, die Show kann beginnen. Oh, da kann ich ja... Dias habe ich ja. Was für eine Witzfigur. Golds Urteilsvermögen muss auf die anderen beiden Datasetten verteilt sein. Siehst du, siehst aus, wie sie da hängt. Die Bühne ist aufgebaut, die Show kann... Was eigentlich wollte mit Gold? Mir gefällt nicht, wie sie diesen Janosch anschaut. Ihr Gehirn scheint schlimmer beschädigt zu sein als befürchtet. Oh, hallo Rufus. Bist du jetzt auch beim Widerstand? So bin ich. Immer zur rechten Zeit am falschen Ort. Sieht so aus, als würde ich sie Sui angucken. Oh, scheiße, sie soll sich wieder zurücklegen. Warte.
Lauf nicht weg, ich bin gleich zurück. Keine Sorge, hier bei Janosch bin ich in Sicherheit. Ich guck wieder zu Cam. Oh, ihr habt recht. Warte, in welche Richtung muss ich denn gucken? Hallo? Was hast du denn? Warum starrst du mich so an? Langsam wird's gruselig. So, jetzt können wir mit ihr reden. Hey, Rufus! Schön, dass du da bist. Lass uns gehen. Hier passiert eh nichts von Bedeutung. Aber Janosch sagt, ich muss hier bleiben, um für die große Sache zu kämpfen. Und er ist immerhin der Anführer, weißt du? Janosch ist ein Trottel. Janosch sagt, man muss ein Trottel sein, um es mit dem Organon aufzunehmen. Dann ist er vielleicht überqualifiziert. Gott, es kommt noch mehr dazu. Ich wäre ein viel besserer Anführer als Janosch. Aber Janosch hat den Masterplan. Janosch weiß doch nicht einmal, wie man das Wort Plan richtig ausspricht. Das liegt nur an seinem Zungenfehler. Er sagt, es handle sich um eine alte Verletzung, die nie richtig verheilt ist. Hat er zu viele Chili-Dogs gegessen? Es waren 25 in 10 Minuten. Wow! Siehst du? Er hat echt was drauf. Ja, Midrahit, 14 Jahre treu. Dankeschön. Ich habe einen besseren Plan als Janosch. Wirklich? Janosch sagt immerhin, sein Plan sei der beste. Wie kann es denn da noch einen besseren geben? Das wirst du schon sehen. Ist das aufregend. Was muss ich tun, damit du endlich mitkommst? Es tut mir leid, Rufus. Aber solange Janosch hier das Sagen hat, kann ich einfach nicht weg. Wie kann er das Sagen haben? Man versteht doch kaum ein Wort von dem, was er sagt. Ein wahres Genie kann man eben nie ganz verstehen. Aber es geht um deine Gesundheit. Wir müssen dein Implantat reparieren. Janosch sagt, wenn man für die gute Sache kämpft, muss man eben Opfer bringen können. So, und was ist sein Opfer? Er ist unser Anführer. Ich bin mir sicher, er würde für jeden von uns sein Leben geben. Wirklich? Auch für mich? Kann er das dann bitte sofort machen? Das wäre super. Ja, Janosch ist wirklich super. Ja, dieser scheiß Smile dabei noch. Rufus, du geile Sau. Ja, was muss ich tun, damit du endlich mitkommst? Es tut mir leid, Rufus. Aber solange Janosch hier das Sagen hat... Wie kann man verstehen? Lauf nicht weg. Ich bin... Keine Sorge. Hier bei Janosch bin ich... Kann ich jetzt eigentlich? Ich würde nicht funktionieren, aber einfach mal. Natürlich habe ich einen Plan. Aber wie bekomme ich ihn... Was? Also... Der Zeitpunkt ist ungünstig. Ich stehe kurz davor. Okay. Ey, Janosch, Hallo, Rekrut. Was gibt's? Es heißt Rekrut mit K. Sag ich doch. Rekrut mit G. Ihr wollt eine Widerstandszelle sein? Für mich seht ihr aus wie ein Haufen Versager. Das mag dein erster Eindruck sein. In Wirklichkeit sind wir aber ein verwegener Haufen. Janosch, will dein neuer Freund auch einen Orangensaft? Nein, danke, Mama. Wo waren wir gleich? Bei eurer Verwegenheit. Ist ja auch egal. Wenigstens haben wir einen Plan. Mama! Tschüssi! Was ist denn dein Plan? Wir sitzen hier und diskutieren, essen Chips und beschweren uns über die Ungerechtigkeit der Unterdrückung durch den Organon. Und was genau wollt ihr damit bewegen? Bewegen? Wer sagt denn was von Bewegung? Naja, steckt das nicht irgendwie in diesem Wort? Untergrundbewegung? Ach so. Naja, ja. Wir bewegen uns ja auch. Die Bewegung rund um die Sonne und weg von anderen Kontinentalplatten ist damit nicht gemeint. Oh. Ein Plan ist Mist. Meine Güte, du kannst das Wort Plan ja nicht einmal richtig aussprechen. Wenn du einen besseren Plan hast, dann rausch damit. Ich bin hier, um Goal abzuholen. Unmöglich. Sie muss mir bei wichtigen Dingen assistieren. Bitte, was muss sie? Assistieren? Sperr doch mal die Lauscher auf. Goal braucht dringend eine Operation. Im Widerstand muss man auch Opfer leisten. Und was ist, wenn sie einen bleibenden Hirnschaden davonträgt? Dann hat sie einen bleibenden Hirnschaden für die gute Sache davongetragen. Ich habe einen Plan. Pardon? Einen Plan. Ah, einen Plan. Es klang irgendwie nach Plan. Aber wenn du einen Plan meinst, da bin ich sehr gespannt. Leg einfach deine Dias in den Dia-Projektor. Ich habe Pardon, ein... Pardon, ich klang... Aber wenn... Leg...
Sind das etwa Pappschwerter? Was denn? Wir sind Batschifischten. Gesundheit. Ich muss hier raus. Das war eine Lache, Entschuldigung. Ist oben rechts neben der Haustür. Viva la Revolution. Viva la Revolution. Okay, Mann. Guck mal hier. Reden damit. Hey. Was wird denn das, wenn's fertig ist? Ich nehme die Sache jetzt in die Hand. Ihr wollt den Organon stoppen? Meinetwegen. Aber dafür braucht ihr auch den richtigen Anführer. Mit Mut, Charisma. Check. Check. Einer einigermaßen verständlichen Aussprache. Check. Kurzum, jemanden, der es zur Not auch allein mit dem Organon aufnehmen würde. Cowboy Dodo aus dem Kommunalfunk ist ganz charismatisch. Ich meinte mich, ihr Trottel. Bring mich nicht zum Lachen. Was qualifiziert dich denn bitte für so eine wichtige Verantwortung? Was schon? Ich habe einen Plan. Oh ja, eine Dia-Show. Das wird bestimmt super spannend. Seht her und staunt. Oh, was ist denn das? Ein Fleck? Man kann ja gar nichts erkennen. Oh Gott, ist das actually ein Rätsel? Das ist offensichtlich ein Tötel, weil ich keine Ahnung, was das ist. Es ist ein Tötel. Ein Dödel? Was soll das bedeuten, Dödel? Was ist überhaupt ein Dödel? Na, immer der, der fragt, du Dödel. Okay, sorry. Oh Mann, ich werd nicht wieder. Lass dich von dem Typen doch nicht verarschen, Janosch. Er hat gar keinen Plan. Er will sich nur über deinen Akzent lustig machen. Aber nicht doch. Ich wollte doch nur die Stimmung auflockern. Und Janosch selbst hat den Scherz auch verstanden und fand ihn lustig. Hab ich das? Aber keine Frage. Na gut, du ganz wortwahn. Was ist das denn nun für ein Black? Okay, alles klar. Ich hab so... Dann ist es offensichtlich, glaube ich, ein Schnietel. Oder, Leute? Das ist ein Schnietel. Es ist ein Schnietel. Ein Schniedel? Was ist denn das? Ach komm schon, du wirst doch wohl einen Schnietel haben. Ich habe aber keinen Schniedel. Nicht mal einen ganz kleinen. Nein, ich habe nicht mal einen winzigen Schniedel. Es ist einfach zu gut. Du bist schon wieder darauf reingefallen. Ich glaube, Rufus rafft es einfach nicht. Das ist so erbärmlich. Janosch ist unser Freund, du Hintern. Wenn du glaubst, du könntest hier einen Stich landen, indem du ihn beleidigst, hast du dich getäuscht. Los, pack deine Dias ein und verschwinde. Ach komm, ey. Humorloser Haufen. Wolf. Absolut. Okay. Ja, Leute, wir wollen das Spiel schaffen, oder? Nicht mal einen winzigen kleinen Schniedel. Haben wir uns nicht deutlich genug ausgedrückt? Wir wollen hier keine Großmäuler, die sich über Janosch lustig machen. Ja, ach, Schnee von gestern, oder? Schwamm drüber und rubbeln. Ich wette, Janosch ist nicht nachtragend. Und er gibt mir sicher noch eine Chance, meinen Plan zu präsentieren. Immerhin könnte er eure Organisation mit einem Schlag zur Speerspitze des weltweiten Widerstandes machen. Ich dachte, wir seien bereits die Speerspitze. Die Speerspitze. Rufus, reiß dich zusammen, sonst fliegst du. Nein, nein, schon klar. Ich bin ganz ernst. Ganz ernst. Na gut, was ist das denn nun für ein Black? Ja, das ist offensichtlich kein Schnietel und auch kein Tötel. Dann ist es wohl ein Symbol. Ein Symbol? Ein Symbol? Wie geheimnisvoll. Ich finde den Plan jetzt schon spannend. Regelrecht mystisch. Mit einem Hauch von Legende. Schnauze, Liebold. Was symbolisiert es denn? Es zeigt, was aus uns wird, wenn wir nicht umgehend handeln. Wow, was für ein Schocker. Mit rhetorischen Tricks kennst du dich ja offenbar aus. Aber hast du auch irgendwelche Beweise für deine Behauptung? Und wie ich die habe? Hier. Was ist das?
Gott, Sprengturm, Basis, Unterschlupf, Stützpunkt. Ich nehme jetzt Basis, weil da ist kein T drin. Das ist eine Organon-Basis. Der finstere Fiskus hat solche Basen rund um den Planeten verteilt. Das ist beunruhigend. Ich hab Angst. Ich verstehe das nicht ganz. Warum sollte der Organon solche Türme bauen? Was ist der Zweck dieser Basen? Um Gottes Willen, da gibt es bestimmt irgendein Muster hinter. Ich habe gerade das Gefühl, vielleicht muss ich wirklich die T's vermeiden. Damit Rufus keinen Lachflash kriegt, wenn der Typ sich dahin, wenn der Typ das wiederholt. Hier ist ein T, Welt, Planeten. Organon will den Erdball ausradieren. Der Organon will den Erdball ausradieren. Was? Aber bist du dir da ganz sicher? Hundertprozentig. Es ist wahr. Der Auftrag kommt vom Elysianischen Ältestenrat. Sie wissen nicht, dass Deponia bewohnt ist. Unfassbar. Aber was wollen wir dagegen unternehmen?